Die Arbeit am Theater geht weiter, aber ohne Zuschauer. Und das ist natürlich bedeutet fast gar kein Theater. Da muss man unterscheiden zwischen den öffentlichen Theatern, den Stadt- und Staatstheatern, die tatsächlich weiterarbeiten, die proben, die organisieren sogar Aufführungen als Streaming. Aber es gibt den ganzen Bereich der freien Szene, die faktisch gar nicht mehr arbeiten können. Nicht? Also deren Arbeit ist praktisch immer diesen gekommen. Die Theater versuchen tatsächlich sehr kreativ mit dieser Situation umzugehen. Sie probieren neue Formate aus, zum Beispiel entwickeln sie neue Möglichkeiten des Streamings, der Digitalisierung. Also das kann man durchaus beobachten. Am Anfang war es sehr behelfsmäßig. Im ersten Lockdown und im zweiten Lockdown merkt man, dass die Theater tatsächlich dazugelernt haben, dass sie neue Videotechniker eingestellt haben und dass die versuchen, wirklich neue Formate zu entwickeln, also wie man Theater digital ausstrahlen kann. Das ist tatsächlich ein Problem für die Theater, dass die quasi jetzt nur auf Halde produzieren. Die Zuschauer müssen draußen bleiben. Aber es gab ja ein kurzes Interregnum im Oktober, November, wo die Theater tatsächlich spielen durften, nur mit sehr wenigen Zuschauern. Aber da waren sie ausverkauft. Also man hat schon gemerkt, dass es ein großes Verlangen nach Theater gibt. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wenn die Theater wieder aufmachen, dass sie sich vor Publikum kaum werden schützen können.